Hallo Leute und willkommen zu meinem neuen Video. Ich hatte ja gestern zwei Videos hochgeladen zum Thema Pokémon Mond und Pokémon Sonne. Und heute habe ich mich entschieden, den Wunsch eines Freundes von mir zu erfüllen, den er mir vor einer Weile bei Facebook geschrieben hatte, nämlich zu allen 18 Pokémon-Typen jeweils meine Lieblings-Pokémon zu nennen. Außer es gibt nur zwei Regeln. Nur ein Pokémon pro Typ und keine legendären Pokémon. Also Leute, fangen wir mal an. Nummer 1 bei den Normal-Pokémon ist mein Favorit persönlich Relaxo. Wieso Relaxo? Ganz einfach. Ich mag es einfach. Es sieht zum Knuddeln aus. Es ist stark, wenn man es richtig benutzt. Und vor allem, ich liebe einfach diese ganze Engine, dass es einem in den alten Spielen im Weg liegt. Und auch während der neuen Spiele. Ich sag nur Pokémon X und Y. Du kamst an dem Viech nicht vorbei. Es gab keinen anderen Weg da lang. Du musstest die Pokéflöte holen. Zum Glück war das nicht so schwer wie in den ersten Spielen. Und weiter geht's mit der Nummer 2. Mein Lieblingswasser-Pokémon ist. Ja. Wie soll ich sagen? Ich mag einfach. Eigentlich mag ich ja alle, ich muss mich aber auf eins festlegen, deswegen sage ich jetzt einfach, mein Lieblings-Pokémon ist Karlpass. Karlpass zählt sowohl zu den Gesteins- als auch zu den Wasser-Pokémon und kam in der fünften Generation dazu. Es ist ein Fossil-Pokémon, genau wie Kabuto, Ammonitas, Aerodactyl und die ganzen anderen Viecher. Ja, was ich an Karlpass mag, ist einfach, dass es einfach nur krass aussieht, wie es. Ja. Sieht einfach geil aus. Diese Körperform, dieser Panzer, diese Kraft, die es hat. Ich muss zugeben, ich hab einen 6DV-Karapass irgendwo auf dem Spiel. Und ich mag, finde es einfach nur übermäßig geil. Karapass, was soll man noch dazu sagen? Es ist, ja, ich mag es einfach. Und dann kommen wir auch schon zu der Nummer 3, den Feuer-Pokémon. Ich muss zugeben, da muss ich sagen, Vulpix ist mein Lieblings-Feuer-Pokémon. Wieso? Und warum nicht Vollnona? Da muss ich sagen, da musste ich mich sehr schwer entscheiden. Vulpix finde ich einfach nur süß, wie es einen angucken kann. Vollnona hätte eigentlich den Punkt verdient, wegen seinem englischen Namen Ninetales, Neunschwänzer, und ich bin ein großer Naruto-Fan, aber ich darf nur eins nennen. Ich habe mich jetzt für Vulpix entschieden. Ja, es ist süß. Ich finde es einfach die Tatsache super, wie man so einen, den ersten Fuchs-Pokémon, das es jemals bei Pokémon gab, ja, so dieses Aussehen verlangen konnte. Tut mir leid, Jungs, aber Vulpix trifft dich immer. Tops wirst du Vulpix nie besiegen. Und dann kommen wir auch schon zur Nummer 3, zur Nummer 4. Entschuldigung, Leute. Den Pflanzen-Pokémon. Da fiel mir die Wahl verdammt schwer am Ende. Ja, ich muss leider zugeben, dass ich das da wahrscheinlich gegen alle Erwartungen dieser Flor den Platz belegt hat. Ich mag dieser Flor. Seine Mega-Entwicklung wird zwar von allen gehasst, aber ich finde dieser Flor einfach nur klasse. Ich bin ein großer dieser Flor-Fan. Ich nutze es gerne bei Pokémon. Die Mega-Entwicklung muss ich zugeben, nicht ganz so gerne. Es sieht zwar gut aus, nee, es sieht zwar nicht gerade gut aus, aber es ist natürlich stark in der Mega-Entwicklung. Genfleet, was habt ihr euch dabei nur gedacht? Ihr habt aus dem süßen Bisasam so ein hässliches Viech gemacht. Und nein, ich werde jetzt kein Benanke entschuldigen dafür. Und dann kommen wir auch gleich mal zur Nummer 5, den Elektro-Pokémon. Wen wundert's? Pikachu. Ich mag Pikachu einfach. Es ist seit meinem ersten Pokémon-Spiel, Pokémon Gelbe Edition damals, vor 16 Jahren, war es damals mein erstes Pokémon. Ich hab's geliebt, ich hab's gefeiert, ich fand's einfach nur super. Ich finde es toll, dass es immer auch im Anime dabei ist. Es ist das beliebteste Elektro-Pokémon, das es gibt, würde ich sagen. Und ja. Es macht einfach Spaß, sich das anzugucken. Also.
Wenn ihr sagt, Pikachu ist nicht gut, ist eure Sache. Ja, ich respektiere eure Meinung dazu. Ich finde es auch gut, wenn ihr eure Meinung dazu schreiben würdet. Und weitere Ideen habt für neue Videos übrigens. Kommen wir nun zu Nummer 6. Ich habe mich jetzt entschieden, als sechstes die, ja, Geist-Pokémon zu nehmen. Geist-Pokémon, mein Lieblings-Geist-Pokémon ist Gengar. Wieso? Fragen sich jetzt bestimmt einige. Ich finde Gengar ist einfach toll. Es gehört auch, es ist ein Geist- und ein Gift-Pokémon. Es war das erste voll entwickelte Geist-Pokémon, das es gab. Damals konnte ich es mir nicht antrainieren, weil ich keinen hatte zum Tauschen direkt. Deswegen habe ich es mir auch nie gefangen, muss ich ehrlich zugeben. Jetzt ist das Ganze ja eigentlich einfacher. Soziale Netzwerke. So findet man immer welche zum Tauschen. Kommen wir dann noch darum. Und es geht darum auch noch einen Mythos, den ich in einem anderen Video weiter erwähnen werde. Ja, ich werde heute wahrscheinlich noch einen weiteren Spielemythenteil rausbringen. Mal schauen, wie ich das mache. Vielleicht sogar zwei Videos noch. Es ist jetzt gleich 12 Uhr. Ja, und dann kommen wir mal zu Nummer 7. Oder? 6, 7? 7. Ich sage einfach keine Nummer mehr und ich sage einfach, was als nächstes kommt. Wir haben jetzt Normal, Feuer, Elektro, Wasser, Pflanze und Geist. Fangen einfach mit, machen wir einfach mit Psycho weiter. Psycho-Pokémon. Muss ich zugeben, gab es damals nicht ganz so viele geile. Mittlerweile muss ich sagen, Simsala ist geil geworden. Ich muss aber sagen, mein Psycho-Favorit ist Kadabra. Nicht nur wegen der Tatsache, dass es Löffel verbiegen kann und Game Freak deswegen von Uri Geller verklagt werden sollte, weil sich Uri Geller diskriminiert fühlte. Nein. Einfach aus der Tatsache, weil es einfach geil ist. Kadabra war in der Serie erst härtester Gegner, würde ich sagen. Und den Arena-Kampf hat er irgendwie nie gewonnen, weil eigentlich hat er ja nur, hat sich Alpol ja nur diese Sabrina zum Lachen gebracht. Aber wo wir zum beim Lachen sind, machen wir mit Nummer 8 weiter. Den Boden-Pokémon. Sind sie nicht klasse? Nein. Die Logik bei Boden-Pokémon ist irgendwie so dämlich. Man hat bis jetzt heute nicht einmal gezeigt, wie Diktor komplett aussieht. Leute, irgendwie, was hat euch dabei gedacht? Diktor und Diktri, jeder will sehen, wie die unter der Erde aussehen, sonst sehen die doch nur irgendwie. Ja, nein. Aber im Bunpunkt muss ich sagen, ist mein Lieblings-, mein großer Favorit Onix. Warum Onix und nicht Stalos? Komme ich später noch dazu. Onix ist einfach das erste harte Pokémon, die erste richtige Niederlage für Ash gewesen. Im Kampf gegen Rocko in der Moria City hatte gegen Onix keine Chance. Als er im Rückkampf dann aber Klein schon besiegen konnte und er sich Hoffnung gemacht hatte, hat Onix ihn wieder zunichte gemacht. Und kommen wir nun zum nächsten Teil. Nach dem Boden-Pokémon nehmen wir natürlich direkt die Gestein-Pokémon, die am nächsten mit denen verwandt sind. Und was ist mein liebstes Gestein-Pokémon? Ganz klar, Ramaidon. Ramaidon ist wie Karipas ein Gestein-Pokémon aus der Fossilsammlung. Allerdings ist Ramaidon aus der vierten Generation. Und ja, ich finde Ramaidon, der auch als der unzerstörbare und alles durchdringende Speer geschildert wird, sieht einfach gut aus. Lässt sich super mitkämpfen. Und ja, ich feiere es einfach ab. Aber nichtsdestotrotz machen wir direkt weiter mit dem nächsten, den Flug-Pokémon. Mein Favorit bei den Flug-Pokémon von allen ist wirklich, muss ich zugeben, Staraptor. Viele Pokémon-Generationen. Sieht gut aus. Konnte sogar die Kampfattacke Nahkampf erlernen, wenn es sich weiterentwickelt hat.
War ein starker Gegner. Und natürlich auch ein starker Partner. Also ich muss zugeben, Raptor habe ich immer gern benutzt. In Diamant, Perl, Platin, beziehungsweise Perl habe ich nie gespielt. Aber machen wir direkt weiter. Aber was meint ihr dazu? Mögt ihr Raptor auch? Machen wir das nichtsdestotrotz erstmal weiter. Und zwar mit den nächsten Typen. Das sind jetzt. Was nehmen wir jetzt denn als nächstes? Genau, die Eis-Pokémon. Ich mag das Pokémon nicht. Bis auf eins, Frostedie. Frostedie ist zwar schwach gegen, normalerweise als Geist-Pokémon, als Eis-Pokémon schwach gegen die Kampfattacken. Dadurch, dass es ein Geist-Pokémon ist, nebenbei noch machen die Kampfattacken überhaupt nichts aus. Und, ja. Es kann einfach nur richtig reinhauen. So Leute, ich hoffe, das hat euch erstmal gefallen. Das war die erste Hälfte des Parts. Und also der kleinen Special-Folge. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen oder hat euch endlich mal gefallen. Lasst einen Daumen hoch da, schreibt mir ein paar Kommentare. Ich werde jetzt mir nochmal durchgucken und dann nochmal ein bisschen überlegen, danach werde ich das nächste Video nach dem Spruch nehmen. Also, man sieht sich.